Jo, und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Ad Infinitum Teil 3. Hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben, jetzt geht's natürlich hier weiter. Und ich frage mich, wo geht's weiter? Toll. Da höre ich schon wieder. Wir gehen mal langsam und vorsichtig. Wir haben ja gemerkt, die Kerle reagieren auf Lautstärke. Der hockt doch da oben irgendwo, oder? So, anscheinend speichert's hier. Oh. Ist sehr geräuschempfindlich. In manchen Situationen kann es jedoch vorteilhaft sein. Okay. Ja, das haben wir ja schon rausgekriegt, dass die sehr, sehr geräuschempfindlich sind. Da vorne hockt eins, also gehen wir mal rechts rum. Ist bloß aufpassen, dass denn den scheiß Dinger nicht hängen bleibt, hey. Oh, ihr Männer. Die hocken da zu zweit, zu dritt. Wenn ich jetzt mit meiner Axt da drüben drauf haue, das hören die doch. Hallo? Hm. Oh, heilige Scheiße. Kann ich da nicht einfach ohne durch? Es hilft nichts. Ich muss. Boah, Alter, das. Du willst nicht wissen, was darunter ist? Doch, will ich. Scheiße. Alter, das war ganz schön knapp, ey. Was ist denn das? Oh, ihr Leid. Das ist eine Sirene oder was ist das? Ich hatte recht. Oh Gott. Es waren Zivilisten in der Kirche. Ich habe unserem frisch gebackenen Leutnant melden wollen, was ich gesehen habe. Aber er wollte es nicht hören. Hat gelacht. Sagte, ich soll nicht heulen vor versammelter Mannschaft und dass die Heeresleitung weiß, was sie tut. Dabei habe ich ihn gewarnt. Ich erkenne ihn nicht wieder. Was haben sie aus ihm gemacht? Ich werde versuchen, mit dem Kompaniearzt zu reden. Vielleicht gibt es Überlebende. JVS. Mhm. Das Geräusch kann Feinde anlocken. Ja, da frage ich mich doch, warum sollte ich das tun? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die Viecher irgendwie wegzulocken. Sag ich jetzt einmal, ne? Alter. Ich weiß ja nicht, ob's da, ob das noch öfters kommt.
So, höre ich sie schon wieder. Ah, oh, fuck. Okay. Die sind so abgrundtief hässlich, die Viecher. Oh, scheiße. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Boah, Alter, ey. Das ist echt hardcore. Okay, anscheinend gehen die da nicht durch. Das finde ich richtig geil. Was ist das? Ein kleiner Marienschrein. Du hältst alles von das für unsinnigen Aberglauben. Ja, genau. So, jetzt ist die Frage, wo geht's? Da ist wieder eine Sirene. Boah, Alter, ey. Wir probieren sie mal so. Boah, Alter. Boah, Alter. Der sieht mich doch, wenn ich da vorbeilaufe, oder? Scheiße! Lauf, du Arsch! Lauf, 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 lauf! Boah, Alter! Kennt deine Arsch auf Grundeis, ey! Fick dich, Mann! Leck mich am Arsch! Da hinten geht's nicht weiter. Boah! Ist hier eingelaufen. Oh! Was bist denn du für ein Freak? What the fuck? Mach doch irgendwas! Alter! What the fuck? Oh oh. Hör doch mal auf mit dem Scheiß! Scheiße, Mann! Oh, meine Fresse, ey, ist das heftig, ey! Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Oh, ihr Männer. Und das? Was auch immer das war, es ist tot. Ey, du verirrst dich hier, ey. Kann man nichts nehmen, nichts gucken. Wir sind lieber mal vorsichtig mit den komischen Dingern, ne? Ja?
Front. Ja, freilich. Ja, leid, ey. Zu den Katakomben. Okay. Links oder rechts? Erkennungsmarke Richard Michalski, Pinsk, 3.11.93. Hab den Franzosen stundenlang rufen hören. Er steckte den Beschuss im Stacheldraht fest. Sein Kamerad ist raus zu ihm und hat versucht, ihm zu helfen. Der neue Leutnant war mit Feldstecher bei uns und hat Schießbefehl gegeben, hat den Kameraden Otto erwischt, wie er absichtlich daneben schoss. Tun doch die meisten von uns. Der Leutnant hat dem Otto gesagt, dass er beim nächsten Sturm auf den Feind als erstes raus muss. Der Franzose hat seinen Kameraden nicht aus dem Draht frei bekommen und ist zurück in seinen Graben. Ich hab das arme Schwein im Draht noch 3 Nächte rufen hören. Wenn das Niemandsland einmal hat, den gibt es nicht mehr frei. Ach, da ist auch wieder so ein Versteck, okay. Hat der schon Haare am Sack? Muss aufpassen, dass er sich die Stiefel nicht schmutzig macht. Oh. Also ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin oder ob ich hier irgendwas machen muss. Keine Ahnung. Bis jetzt müsste man ja hier nur einfach durchlaufen. Kaiser-Wilhelm-Barrikade. Da geht's runter. Hört sich nicht gut an. Oh, ihr Leid. Da ist irgendwas. Sag mal, kann das sein, dass das mein... Ich habe mit ihm gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Das ist doch das... Ja, freilich, wo ich aufgewacht bin.
Es ist das Morgengrauen, ja? Ihr Leid. Jetzt lauft doch genau auf die Scheißviecher zu, verdammt! Und jetzt? Oh, da ist noch was. Manchmal weiß ich nicht, ob ich träume oder wache. Ob ich hier in den Gräben bin oder zurück im Haus in Berlin. Mutter versucht, mich mit aller Kraft dorthin zurückzuholen. Aber ich will nicht zurück. Aha. Okay. Also, irgendwas muss ich mit diesem Scheiß hier machen. Benutze es, um das Rätsel... Ach so, zu verlassen! Warte mal. Du kannst doch nichts machen! Kann ich da noch irgendwas anderes? Verstehst du? Ach so! Död. Dreimal kurz, zweimal lang. Das wäre die 3. Ja, und was mache ich jetzt?
Ja, guck. Das ist dreimal kurz und zweimal lang. Das ist die Zahl Nummer 3. Aber was ist die 3? Ja, wenn ich das jetzt auf die 3 schalte, was bringt mir ja nichts, oder? Warte mal. Flieh aus der Kirche. Na toll. Ich bin doch schon lange aus der Scheißkirche raus. Hä? Dreimal kurz? 3-7. Die 3 und die 7. Muss ich jetzt irgendwas drücken oder? Keine Ahnung, ey. Ja, da musst du doch... Das verstehe ich nicht. Das war die 7? Und das ist die 3. Die 7 und die 3. Ja, aber was bedeutet der Scheiß? Die 3 und die 7, ja. Nochmal die 3 und die 7. Ja, das ist die 3 und die 7. Oh, Moment nochmal. Ja, ich frag mich, was der Scheiß soll, Alter. Da muss es doch irgendwas geben. Alter, ich habe keine Ahnung, wie dieses Scheißding da funktioniert. Also man kann nur an der blöde Rädchen drehen und da passiert gar nichts. Morsezeichen, du kennst dich schon lang auswendig. Ja, toll. Das ist die 3 und die 7. Dreimal kurz, zweimal lang. Dann zweimal kurz und dreimal. Zweimal lang und dreimal kurz.
Aber was soll der Scheiß? Wachsinn! Da muss doch irgendwie ein Trick dahinter sein. Ja, ich hab's verstanden. Dreimal kurz, zweimal lang. Zweimal lang, dreimal kurz, ja. Und was bringt mir der Scheiß? Ich kann doch nichts machen an dem blöden Ding. Das ist doch... Ich kann nur dieses blöde Ding da bewegen, aber das bringt mir ja nichts. Ich weiß nicht, was ich... ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Ist mir relativ scheißegal. Fakt ist, ich bin durch. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe. Da hinten ist wieder dicht, also muss ich wieder da lang. Das war jetzt sehr, sehr, sehr seltsam, Alter. Einfach nur nach hin und her gewackelt und dann... Was soll das? Warum schicken Sie uns so einen als Kompanieführer? Jemand sollte ihm das Offiziersgrinsen austreiben. 2 Wochen im Graben und er hat nichts mehr zu lachen. Ist er bald wieder zu Hause, der Junge? Zur Not in der Kiste. Muss er wenigstens nicht selber laufen. Lass das. Gib ihm wenigstens eine Chance. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Weil da bin ich ja hergekommen, oder? Da geh ich nicht nochmal nur nach. Das könnt ihr vergessen. Jetzt ist hier over. So geht's nicht lang. Max Schmidt, Leipzig, Plagwitz. Julius Höbler, Annaberg, 15.07.86. Hier drüben. Mach schon los. Mamo, kein Stress hier, Mudi. Ich sitze hier fest.
Na los, ich sitze hier fest. Worauf wartest du? Nein! What the fuck? Alter, was geht mit dir ab? Gehen wir mal weiter. Noch eine Erkennungsmarke. Ludwig Langeberg, Martin Dortmund, 13.09.92. Rudolf Lohmann. Keine Ahnung, was ich mit den ganzen Dingen will, aber... Martin Pokora. Kopf runter. Soll mir das irgendwas sagen? Scheiße, Alter. Richard Rosignol und Maurice Schäfer, Le Havre. Also ich habe keine Ahnung, was ich mit den ganzen Marken soll. Erich Fassbender, Göln. Postkarte von Erich, mein Liebchen. Bald werden wir Hand in Hand durch den herbstlichen Stadtwald spazieren. Dann habe ich dich wieder und du unser Köln. Ihr habt mich dann auch wieder zurück. Ich hoffe, du freust dich so sehr wie ich. Ich zähle die Tage. Manchmal höre ich aus dem Graben der Französin Flötenspiel. Dann denke ich an dich und weiß, es wird alles wieder gut. Küss mein Mämmchen von mir. Mhm. Ich scheine ja irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein. René Louvel. Achtung, Feindfeuer. Nächster, Marcel Passmann. Okay. Rechts oder links? Heiden soll. Aha. Wir müssen doch mal wieder einen Cut reinmachen, Jungs. Ah, anscheinend bin ich richtig. Nee, oder? Gut. Okay. Also ich hoffe mal, dass das irgendwie jetzt mal... Sind wohl die Männer ausgegangen. Jetzt schicken sie alles eine Nummer kleiner. Leutnant? Leutnantchen wohl eher. Aber stolziert wie der Kaiser selbst. Wir sind denen da oben einen feuchten Dreck wert. Sonst hätten sie uns was Richtiges geschickt. Scheiße. Scheiße! In der Schule hätten wir so einen runtergestürzt. Adel hier im Graben. Die Ratten werden sich freuen. Und die Läuse erst. Ja, haben wir noch Dosenmilch da? Den müssen wir aufpäppeln. Dann wird am Ende noch ein Soldat aus ihm. Kompanie, Achtung! 27 Mann angetreten und bereit, Herr Leutnant. Okay.
Warum glaubt alle Welt, dass ich einen Einfluss auf unseren neuen Leutnant und die Befehlskette habe? Wie soll ich mit bloßer Hand in diese rasende Maschine greifen? So weh es mir tut. Wir haben nur noch den Fluch unseres Namens gemein. Aha. Okay. Ja, doch geht's weiter. Ich will aber erst mal gucken, ob da noch... Doch geht's nicht durch. Als wären diese verdammten Gräben, dieser verdammte Krieg nicht genug. Jetzt ist mir der Fluch meines Namens aus unserem Hause bis an die Front gefolgt. Alle spüren es. Es schleicht durch die Gräben. Nur unser neuer Leutnant merkt es nicht. Tja, vielleicht will er es auch nicht merken. Sag mal, was klopft denn da eigentlich? Ist mir relativ schnutzpiepegal im Moment, weil wir jetzt hier einen Cut reinmachen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und sag hier an dieser Stelle erst einmal danke fürs Einschalten und tschö mit dir, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.